Der Anzeigenhauptmeister wurde nun brutal zusammengeschlagen und diese Nachricht spaltet die Nation. Seit Tagen ist er das Top-Thema in Deutschland. Mit seinem Fahrrad macht er die Städte in Deutschland unsicher. Jedes Auto, was falsch parkt, wird direkt gemeldet. Damit verärgert er die Menschen, strapaziert ihre Nerven und auch die Polizei ist nicht erfreut über seine Anrufe. Selbst die Rapper sind ratlos bei so einem Typen. Ali Boumaier glaubt, dass er zum Beispiel absolut keine Liebe in der Kindheit erfahren hat oder einfach mal eine Freundin braucht, um endlich bei ihr parken zu können, wenn ihr versteht, was ich meine. Musiker Finch widmet ihm sogar einen ganzen Song. Allerdings gibt es nun die Schocknachricht. Im Zug wird der 18-Jährige attackiert. Mehrere Jugendliche erkennen ihn und klauen seine Kamera. Anschließend boxen sie ihn weg. In einem Gespräch mit Finch, der übrigens mit ihm in Kontakt steht, bestätigt der Anzeigenhauptmeister diesen Vorfall. Auch wenn Finch seine Aktion mit den parkenden Autos nicht ganz nachvollziehen kann, findet er, dass solche Aktionen viel zu weit gehen und auf gar keinen Fall toleriert werden. Mittlerweile hat der 18-Jährige Anzeige erstattet gegen die Jugendlichen, die ihn angegriffen haben, wie auch sonst. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über diesen Vorfall? Und was glaubt ihr, warum ist er so geworden, wie er nun mal ist? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.